Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer kleinen 18er-Rangliste. Und so klein ist die gar nicht, da wollte ich erstmal darauf hinweisen, schaut euch das mal an, 216 Teilnehmer, also wenn das keine Rekordbeteiligung ist. Rosita und Susi, die haben alle Hände voll zu tun, hier die ganze Rasselbande zu beschäftigen, aber das funktioniert wunderbar und schon geht's los. So, wen haben wir am Tisch? Heiner Hempel und Hemok. Gut, kenne ich beide noch nicht. Wenn wir erstmal begrüßen die Kollegen und dann geht's auch schon los. Ja, ich weiß nicht, dieser Hempel, ist das nicht der, der endlich mal unterm Sofa aufräumen müsste? Und stattdessen sitzt der Heiner hier und spielt mit Skat, ist allerdings auch herzlich willkommen. Wir wollen da gar nicht mal so genau drauf hinschauen. Ja, ihr seht es vielleicht hier bei mir im Hintergrund auch ein bisschen anders. Ne? Homeoffice bedeutet natürlich, ich bin mit Sack und Pack in ein Arbeitszimmer umgezogen. Ja, und jetzt hatte ich auch keine Lust, alles wieder ins Wohnzimmer zu schleppen. Also jetzt hier mal etwas anderes drumherum. Ich hoffe, ich lasse mich da nicht von ablenken. Und dann schauen wir jetzt mal hier, was die Karte hergibt. Also, erstes Spiel, Heiner Hempel mit dem Kreuz. Hab nur einen Trumpf und mein Partner eröffnet Karo 9. Ja, mit der 10 zu dritt geht man da natürlich nicht rauf. Viel zu groß die Gefahr, dass das Ding blank ist. Und so war es wohl auch. Heiner geht mit dem König drauf, also Karo 10. Lusche macht sich ja noch einen Stich gegen Ass Dame. So, und jetzt wird natürlich die spannende Frage sein, Hemok, wenn der 4 Trumpf hat, dann wäre es gut, denn dann muss Heiner auch noch eine weitere Fehlkarte haben. Und wenn er Trumpf stark genug ist, wobei es hier gerade nicht so aussieht, Herz Bube wird wohl noch bei Heiner Hempel sein. Also jetzt bitte nicht Pik hinterher, sondern hoch auf Herz die Übergabe, am liebsten mit der Herz 10, damit wir dann Karo 10 Ass auf den Tisch legen können und dann vielleicht noch Trumpf König stechen kann oder so. Aber nein, er spielt Pik. Das ist die Farbe, wo ich das Ass gewimmelt habe. Also eigentlich nicht die ideale Farbe. Besser wäre jetzt die Übergabe in der dritten Farbe zu suchen. Denn jetzt werden ihm natürlich die Trümpfe gezogen. Und ja gut, wenn er jetzt nicht 5 dagegen hat, dann können wir nicht gewinnen. Und das ist nicht der Fall. Er hat auch das Trumpf Ass nicht in der Flosse. Also nur der Trumpf König, der geht dahin. Ja, also wenn er Herz 10 hat, dann hätten wir gewinnen können mit der scharfen Herz 10. Ja, kommen wir bei 15 genau auf 36 und danach geht dann noch der Trumpf König plus 21 Karo zu uns. Aber Herz 10 war im Keller, so gesehen nichts passiert. Das Spiel ging ohnehin nicht. So, was haben wir hier? Mein erster Auftritt im zweiten Spiel bei Passe Passe. Ja, und das kann doch ein Grang werden, oder? Was sagt ihr? Karo 9 und Dame. Na gut, dann bleibt es beim Karo. 0 Augen in den Keller. Herz 10 im Dritt dabei. Ja, nicht unbedingt super schön, aber man weiß wenigstens, was man zu drücken hat. Und dann braucht es einen einigermaßen günstigen Kartenstand, sagen wir mal so. Nicht mal super gleichmäßig, also irgendwo, guck mal hier, Feld Pik Bube, 4 Trumpf im Zweifel kann das Spiel schon ab, wenn es sonst nicht zu ungünstig sitzt. Eigentlich ist ja bei Passe Passe auch nicht zu erwarten, dass da die Farblängen drin sind. Deswegen also hier auch klein gestochen. Und Hemok tut mir hier den Gefallen, wirft den letzten Kreuz ab, damit ist gar kein Kreuz mehr im Spiel. So, und wo jetzt auch die Herz Lusche fällt, da kann ich sogar den König spielen, dann wenn der auch nicht zu dritt steht. Dann kommen sie auch an meine Herz 10 nicht ran. Also letzter Stich für die Gegner. Das Ding hat sich gut hingespielt. Können wir hier schon mal zeigen. Na, eigentlich auch jetzt Quatsch, die letzten zwei Karten zu zeigen, aber nun war ich so im Flow, nur habe ich es einfach gemacht. Manchmal leichter einfach zu Ende zu spielen. Ja, was haben wir denn hier? Einen wunderschönen Ansatz für einen Nulluvert. Klar, es könnte auch ein Herz werden, aber der Nulluvert ist ja eigentlich riesig. Und vor allen Dingen in Hinterhand mit 7, 9 Dame, den würde ich sogar Nulluvert Hand reizen, denn es fehlt tatsächlich nur sonst die Herz 8 und es gibt deswegen gar keine Übergabe in irgendeiner anderen Farbe. Also da müsste in Pik das Spiel sofort quasi tot sein im Aufschlag, denn ansonsten fliegt die Pik Dame direkt weg. Also es müssten alle Piken in Vorhand stehen. Ja, und jetzt muss man hier auch sagen, weil es online ist und ich so im Reizflow war, habe ich hier mehr oder weniger aus Versehen aufgenommen, denn eigentlich hatte ich mir schon überlegt, das Ding kannst du auch als Null-Over-Hand spielen.
Gut, nun ist nicht groß was passiert. Drücken wir Kreuz 10 Bube. Man kann sogar sagen, ist ein bisschen sicherere Variante. Vielleicht hätte ich ja noch hier die Herz 8 oder irgend so sowas gefunden und es stehen alle Pik in Vorhand. Aber das war jetzt natürlich so nicht geplant. Wie auch immer, machen wir jetzt den Nullouvert, die 13 Augen. Die sind dann eben nicht mehr zu holen. Ja, da kommt auch die Pik 8. Einzige Chance, dass alle 5 Piken bei Heiner sitzen, aber auf der 24er Reizung auch nicht zu vermuten. Ja, und Hemok, der geht nochmal in die Denkstube und überlegt, ob da irgendwie was zu retten ist, aber wie gesagt, wenn er jetzt ein Pik in der Hand hat, dann geht auch nichts und diese Erkenntnis ist da dann auch angekommen. So, und weil es so gut läuft, bieten wir hier mal an Mittelhand 18. Ich meine, 18 kannst du sagen. Eigentlich ist es noch kein komplettes Spiel, logisch. Du brauchst auf jeden Fall mindestens eine Verstärkung. Deswegen 18, und wenn du dafür rankommst, okay, wenn nicht, dann solltest du auch aufgeben. Aber ich kriege das Ding für 18. Ich krieg's für 18. Ja, sag mal, könnte denn heute hier meine Zeit sein? Jawohl! Und deswegen, genau deswegen, sage ich auf solche Spiele gerne mal 18, mehr auch nicht. Aber wenn du es dann bekommst, dann ist eben die Chance auch groß, dass du so golden findest, Bube und Ass, und schon ist es trotz Bube und Ass immer noch nur ein Karo-Spiel. Der Grang wäre jetzt weiterhin zu gewagt, den muss man nicht machen. In Vorhand hätte ich auch eher Pik gespielt, mit 5 Trumpf und der geschlossenen Beikarte. In Mittelhand ist das dann mit diesen 5 Trümpfen schon ein bisschen zu wenig, dann kommst du schnell zu kurz, da ist der 6 Trümpfer empfehlenswerter mit der auch ziemlich guten Beikarte. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist das Pik Ass, das wurde sich gerade blank gestellt, deswegen bleibt das Spiel gegen gleichmäßige Verteilung auch Schneider. So, 3 am Stück, so macht's Spaß, und schaut euch das an, ich glaube, es geht weiter hier, die wilde Fahrt hat gerade erst begonnen. Da können wir ja auf jeden Fall ein bisschen mithalten, 36 für Kreuz mit 2 ist gar kein Thema, so, wir kriegen es aber schon für 22, 6. Trumpf ist gut, der Herz ist nicht so gut, aber was soll's, 7 Augen in den Keller und dann schön gepflegt Trumpf von unten, damit wir uns auch gegen Trumpf zu viert verteidigen können. So, 15 plus 11 macht 26, soweit so schön, leider droht hier der Überstich, andererseits, da kommt er auch auf 39, ist das Spiel jetzt schon gewonnen, wenn nicht sofort Pik abgestochen wird, denn es fehlt kein Ass mehr, das heißt, und ein Trumpfstich ist auch nicht mehr draußen, es sind nur noch 2 Trümpfe draußen, das heißt, Karo 10 mit Pik 10 im Zweifel führt nur zu 59, kann ich also ganz entspannt weiterspielen. Trümpfe stehen auch noch 1-1, jetzt gibt es nur 14, dann müsste ich 67 haben, ne? So sieht es auch aus. Ja, und da, eigentlich ist es nichts, aber vielleicht wird es ein 0 oder ein Herz. Also irgendwie denke ich mal 18 schon, und jetzt wollte ich eigentlich aussteigen. Und dann habt ihr mich erwischt, denke ich mir, na ja, jetzt hast du 18 angefangen und Vorhand hält, dann kannst du auch noch die 20 sagen, ne? Ist ja sowieso unwahrscheinlich, dass du rankommst, habe ich mir so gedacht. Naja, und wenn man eben dann doch rankommt, wenn man dann eben doch rankommt, dann muss man jetzt ein bisschen golden in den Skat greifen. Und da ist die Kreuz 7. Juhu! Da ist es plötzlich ein Nullouvert mit Luxusproblemen. Ich habe schon eine quasi Überdrück hier, den Kreuz König mit. Ganz egal, hätte auch irgendein Herz drücken können. Oder Karo 7. Naja, irgendein Herz, außer die Herz 7 natürlich. Und habe dank der Kreuz 7 im Stock natürlich wieder ein ganz leichtes Abklappspiel. Und jetzt sind es schon 5 Spiele am Stück, und gerade wollte ich hier den zweiten Hattrick reklamieren, doch da verlässt mich das Kartenglück, ist es denn zu fassen? Und wir sehen einen Grang bei Heiner Hempel bei 18. Der ist pikfrei, der hat 3 Buben. Ja, ich habe hier überlegt, man kann auch die Kreuzlusche abwerfen, aber so viel kann ich mit der Piklusche im Zweifel auch nicht mehr anfangen. So, wir nehmen raus, dann testen wir mal, ob da woanders
was frei zu spielen ist. Nee, sieht aber nicht so aus. So schnell wie die 7 von Hemok kam, steht Heiner Hempel da in Ass 10 Dame oder Ass 10 Dame Lusche sogar. Spielt wieder Herz raus. Na gut, dann kann ich ihn zum Glück jetzt hier noch in Karo wieder einspielen. Das war gar nicht mal so schlecht. Wenn er den anderen Karo voll noch zieht, bevor er mich in Herz rückspielt, dann muss ich plötzlich mit Kreuz antanzen, dann hätte er uns doch noch Schneider gespielt. Also in dem Moment war die Pik Lusche doch nicht so eine gute Idee. Oder ich muss direkt Herz 10 hinterherziehen, aber das sind dann manchmal so Feinheiten, wo du im Gegenspiel auch einfach so ein bisschen wischiwaschi spielst und schon kann es im Zweifel passieren. So, ja, ich meine, was soll man da sagen, ne? Wir haben drei Trumpf, wir haben von allem sonst zwei oder drei. Es ist gar keine Gegenreizung draußen. Das wäre jetzt überraschend, wenn wir hier in dem Spiel irgendwas reißen können. Trotzdem versuchen wir es natürlich. Farbe 1 geöffnet, jetzt gehen wir mal auf die Suche. Hat das Spiel irgendwo Schwächen? Ist es irgendwo angreifbar? Also Kreuz 10 will ich jetzt trotz alledem noch nicht direkt in der zweiten Runde auf den Tisch knistern. Naja, und da sehen wir es. Trumpf sitzt artig, wird schon hoch rangegangen von Hemok. Herz 10 auch noch da. Und er ist sogar ohne Zweien. Also Hemok hat die beiden alten. So, naja, gut. Vielleicht diesen Stich? Nee. Oder eben Karo Ass auch noch dabei. Also geschlossene Beikarte. Zwei blanke Asse und Ass 10 dritt. Trumpf 3-3 und die Beikarte auch 2-2. Also lässt sich Schneider mit nur drei Trumpfstichen in der Abgabe. So, neuntes Spiel. Mensch, hier wird aber heute auch wieder schön und schnell gezockt. Das gefällt mir. Da haben wir ja gleich schon die Hälfte erreicht. Ja. Und es ist das erste Mal jetzt, glaube ich, Hemok am Zug. Ja, der muss ja nun auch mal was tun. So, und mein Blatt sieht wiederum sehr bescheiden aus. Der Unterschied ist vielleicht, dass Heiner Hempel diesmal ein bisschen mitgereizt hat. Und da haben wir auch mit Pik gleich die Stechfarbe gefunden, beziehungsweise hier wird erstmal abgesetzt, Karo Lusche, alles klar. Dann hat der Hemok sehr wahrscheinlich noch ein paar Herzen in der Hand, ne? Die ABC-Regel, auf Farbe A wird Farbe B abgeworfen, dann kann er eigentlich nur stark sein in Farbe C. So, 25 Augen. Ja, ich sag mal so, also wenn er Herz Ass hat, wird er natürlich auf jeden Fall gewinnen. Und wenn nicht, dann könnte er ein bisschen kurz kommen, wenn denn der Karo auch eine blanke Lusche war, dann könnte das am Ende ein bisschen ärgerlich sein, dass er so tickweit leichtfertig, sage ich mal, den Karo Buben hier aufgegeben hat. Und das sieht doch wie ein Unterdurchzug aus. Jawohl, 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 jawohl. Jetzt spielen wir einmal Karo und da ist das Ass. Und jetzt ist natürlich Rest bei uns. Wenn da noch ein Bild ist, da ist das Bild auf 60, auf 60. Hemok startet mit 0 zu 1. Arg! Ja, da hat er die Karo 10 im Keller und die Pik Lusche. Und da muss man vielleicht nochmal in der nachträglichen Betrachtung sagen, wenn in so einem relativ schlappen Sechstrümpfer in Mittelhand mit einer 10 zu dritt die vierte Farbe aufkommt, dann ist es manchmal gar nicht so schlau, die blanke Lusche in Karo in dem Fall abzuwerfen, weil das die Karte eben stark verrät. Da kann man auch mal aus der Herz 10 zu dritt abwerfen. Sieht ein bisschen irre aus, aber meistens kommt dann als zweite Farbe von uns eben Herz auf den Tisch und dann kann er das Spiel vielleicht doch gewinnen. So, genug dazu, machen wir hier mal weiter. Ich habe in Mittelhand hier wieder einen Ansatz, sagen wir mal. Sagen wir mal einen Ansatz, den ich zumindest ein bisschen testen möchte. Kreuz kann das werden, soll das werden. Beikarte ist noch nicht so überzeugend, aber naja. Ein bisschen mitmischen tue ich hier bis 23. Reell kann man ihn vielleicht auch schon passen, wenn 18 gehalten wird, aber einen einfachen Herz willst du dann doch immer auch nicht so zulassen. Und es ist ja nun mal auch immer noch ein Spiel, wo du ein bisschen auf den Skat spekulierst. Von daher habe ich ja bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. So, genug jetzt gerechtfertigt, warum ich gereizt habe. Jetzt gucken wir uns mal das Spiel an. Es ist ein Sechstrümpfer, Herz 10 geht rein von Heiner, also kann ich auch Herz Ass gefahrlos hinterherbringen. Ja, gut, den hat er nicht, also noch vier unbekannte Karten. Oh, Pik vielleicht zu dritt,
12, 27, vielleicht jetzt nochmal Herz nach, dass ich Pik Lusche abwerfen. Oh, direkt nach 37. Wenn er ihm jetzt die Pik Dame hochgespielt, nein, er hat selber die Pik Dame, und das ist jetzt natürlich keine gute Nachricht für Hemok, denn dann muss er ja zu seinen 6 Trümpfen und 2 Piken noch 2 Kreuz haben, und jetzt sind wir schon bei über 50, Kreuz 10 kriegen wir auf jeden Fall auch noch heim, egal was passiert. Also konnte er dieses Spiel nicht gewinnen. Die 6 Trümpfe waren stark, zumindest gut genug, dass wir nur einen Stich bekommen haben, aber viermal Schrott in der Beikarte, das kann so ein Spiel eben auch nicht ab. Und dann noch das Pech, dass ausgerechnet die Herz 10 gewimmelt wird, wo er gar kein Stück Herz in der Flosse hat. Also klassischer Fehlstart, zweimal angegriffen und zweimal ging es in die Hose. Ja, so kann es eben gehen. Und jetzt denke ich mal, bin ich wieder im Drücker hier. Das sind natürlich Vorhand 5 Trumpf mit beiden vollen und 2 Seiten Assen. Das Spiel reizt sich natürlich ein bisschen, und schaut das euch an. Herz, Bube und Pik 10, das ist ja wirklich ein Gedicht. Ja, nee, also da komme ich jetzt um den Grang nicht rum, ne? Wir haben eine 18er Gegenreizung. Buben will ich trotzdem nicht testen. Der kann auch schnell mal mit den beiden Alten logischerweise nur 18 geboten haben. Klar, kann jetzt auch noch Pik-König zu dritt stehen und Herz-König zu dritt oder Pik-König sogar zu viert. Dann kann der Grang auch verloren gehen, aber da komme ich jetzt nicht drum rum. Dieser Grang hat, denke ich, eine Chance. Sehr deutlich über 90%, und da ist auch Herz schon ordentlich verteilt, und damit ist die Verlustfantasie auch schon wieder raus. Gut, jetzt wird wahrscheinlich Pik zu dritt stehen, vermute ich mal. Das kann ja sonst bei, aufgrund der Reizung gar nicht sein, dass jetzt hier alles glatt steht. Ja gut, und Heiner Hempel, der die beiden Alten hat, der überlegt, jetzt soll er die Vollen hier nehmen oder nicht. Ja, sie werden wahrscheinlich sowieso aus dem Schneider kommen, egal wie rum er es macht. 3 Stiche sollten sie machen, die beiden Buben, plus den Pik König. Den behält Hemok natürlich noch. Wobei, jetzt ist natürlich so ein bisschen eine kleine Fantasie noch drin. Wenn Heiner gleich nicht aufgepasst hat und die Nerven verliert und plötzlich die Pik Dame sticht, ne, das kann einfach mal passieren, denn er sitzt jetzt schon und denkt nach, was er mit der Herz Lusche macht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er tatsächlich, ich habe es mir doch gedacht, dass war jetzt natürlich kein richtig guter Zug, da hätte er einfach, hat er nicht richtig nachgedacht, hätte er einfach jetzt das Kreuz Ass fallen lassen müssen, hat aber seinem Partner diesen Pikstich einfach nicht mehr zugetraut. Ist natürlich für mich auch leichter zu sehen, es ist immer leichter zu überschauen, wenn du selber der Alleinspieler bist, weißt, was du im Keller hast, weißt, welche Karten draußen sind, dann kannst du eher mal so einen Bluff setzen. Das ist im Partnerspiel gemeinsam immer ein bisschen schwieriger zu überschauen. So, Hemok im 12. Spiel beim Stand von 0 zu 2. Kommen denn da vielleicht auch mal die guten Nachrichten? Wenn ja, sollten sie nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, sonst ist die Serie vorbei. So, Hemok spielt Grang. Wir haben wieder eine Stechfarbe gefunden. Aber der ist diesmal ja immerhin mal mit rein. Ja, und auch die Beikarte weiß diesmal zu überzeugen. Zumindest 2 Asse haben wir schon mal gesehen. Jetzt Pik unter durch, okay, okay, dann ist Pik Ass wohl auch noch beim Alleinspieler. Gut, entweder wir machen Herz 10, gut, dann machen wir wohl noch Kreuz 10, ne? Wenn ich es richtig geschaut habe, er kann ja jetzt nur noch einen Pik ziehen und dann muss er noch Kreuz haben. Wenn da die Karte noch nicht hingeklappt wird, dann wird wohl Heiner noch die Kreuz 10 haben. So sieht es auch aus. Ja, Spiel 13 für 18, für 18 in Mittelhand. 18 biete ich, mehr auch nicht. Komm, Heiner. Willst du das Spiel? Oder soll ich es nehmen? Ich krieg's wieder für 18. Na gut, und eine gute, eine schlechte, dann können wir 14 Augen drücken, aber der 6. Trumpf ist bei solchen Spielen natürlich Gold wert, und jetzt habe ich auch schon gleich ein sehr gutes Gefühl. 36 schon liegen, die Trumpf 10 noch in der Hand. Wow,
kann auch Herz-Lusche abwerfen, aber einfach die voll nach Hause nehmen, das langt ja in dem Fall hier schon. Noch nicht die Karte verraten, vielleicht geht sogar in Richtung Schneider was, wenn sie sich da irgendwo verschnippeln. Gut, aber dann hätte ich hier vielleicht tatsächlich auch den König mal nur legen müssen. Aber andererseits wollte ich hier die Karo Dame dann noch schnell mit einsacken. So, 67. Schneider war also schon Quatsch. Aber einfach gewinnen das Ding und dann ab zum nächsten Spiel. So, was haben wir da? Drei Jungs und Herz Ass 10. Die Karte läuft, es läuft, es läuft. Das ist doch auf jeden Fall wieder ein schöner Ansatz. Karo 10 noch dabei. Ich denke, den würde ich zur Not auch auf Grang durchziehen. 14 runter, 5 Stiche machen. Das kannst du schon mal riskieren, aber ich kriege ihn für 22. Und das ist jetzt natürlich eine richtig miese Findung, also richtig schlimm. Denn jetzt habe ich in Herz natürlich den einzigen Sechstrümpfer, den ich auch nicht gar nicht mehr spielen kann, aber auch nicht will, spielen will. Natürlich möchte ich jetzt den Kreuz spielen, aber jetzt will ich natürlich auch keinen Grang mehr spielen, denn ich habe jetzt in den 5 Abgabestichen im Zweifel sogar noch eine Dame dabei, also keinerlei Verbesserung. Und dann noch die 22er Gegenreizung. Ist also eigentlich eher die Frage, wie drücken wir den Kreuz? Halten wir die Karo 10 im Blatt oder tun wir das nicht? Aber bei der 22er Reizung, ja, die 22er Reizung spricht vielleicht schon dafür, zwei Pik Luschen zu drücken. Andererseits, wenn dann Pik auf den Tisch kommt, ist die Karte schnell verraten. Die Bauernstärke und Herz Ass 10 sprechen mehr dafür, die Karo 10 mit runter zu drücken. Und genau das habe ich letztlich dann auch getan. Ja, und dann Augen zu und durch, ab durch die Mitte, ab durch die Hecke. Mal gucken, ob dieses Ding hier funktioniert. Das ist jetzt so das erste Spiel, wo mir wirklich ein bisschen schwummrig ist nach dieser Findung. Also wir starten von oben, dann Karo Bube, in der Hoffnung, dass der natürlich jetzt erstmal rausgenommen wird. Falls wir irgendwie dann Trumpf zu viert irgendwo erkennen können, dann haben wir vielleicht noch ein Gabelspiel mit Herz Bube Trumpf König gegen den Trumpf Vollen und die Dame oder sowas in der Art. Ja, 5 Trumpf soll natürlich sowieso nicht sitzen. Idealerweise steht da 3 zu 3 in Trumpf, das kann ja alles sein, aber andererseits hat Heiner Hempel mir dafür jetzt auch schon wieder viel zu lange überlegt. Den setze ich aufgrund dieser langen Überlegung auf 4 Trumpf und jetzt kommt natürlich Pik wegen der Reizung. 15, 22, ja, und Pik Ass. Pik Ass wird wohl jetzt überstochen, wenn ich es nicht hoch festhalte. Aber falls Heiner Hempel 4 Trumpf hat, dann ist es auch nicht gerade eine clevere Geschichte, da den Herz Buben zu opfern. Dann würde ich sagen, bei 22 liegen soll er mal eher überstechen, 32, 43. Ja, wenn dann Herz kommt, habe ich sofort gewonnen, denn in Karo sollten typischerweise nur 15 Augen fallen. Und wenn Karo kommt, dann muss eben Herz 2 zu 2 stehen, oder ich muss die Lusche günstig loswerden, also gucken wir es uns mal so rum an. Ja, und da kommt der Überstich, da kommt der Überstich auf 43, Herz, bitte, Herz, Spiel Herz. Oh, er trifft Karo König, er trifft Karo König auf 58. Gut, das Gute ist, Trumpf 10 ist weg, Trumpf Ass ist weg, Kreuz König ist hoch, den kann ich hoch festhalten, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, dass Herz jetzt 2 zu 2 steht bei 58. Dass die Reizung und der Verlauf sprechen einfach dagegen, und ja, da ist der Beweis, Karo Dame ist der Beweis, Heiner Hempel kann jetzt also nur noch Herz König zu dritt und den letzten Trumpf in der Hand haben, sonst wird er nicht den höchsten Karo abschmeißen. Gut, und jetzt will ich euch mal hier was zeigen. Ich will euch hier mal eine kleine Finte zeigen, damit ihr auch einfach gewahr seid, was Cracks so an schmutzigen Tricks drauf haben. Also muss man auch sagen, ich sehe es hier, und jetzt decke ich die Karten auf, wo ich das Herz Ass ziehe. Ich weiß ja schon, was Heiner Hempel hat, und dann ganz schnell die Herz Dame hinterher. Ja, und da hat er nicht mit gerechnet, und ein bisschen schäme ich mich jetzt auch. Ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen, was alles passieren kann. Das klappt übrigens nicht nur online, das kann man auch am echten Tisch machen, wenn die Körpersprache dann so dazugehört, als ob du die 10 ziehst. Also an sich hier eine linke Nummer von mir. Wie gesagt, ich hatte dann auch gleich das Gefühl, dass ich mich dafür mal entschuldigen muss. Das war so ein bisschen aus der Lameng raus. Und ja, wie gesagt, ich wollte es euch mal zeigen. Nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, sondern eher zum
darauf achten, wenn ihr mit den guten Leuten spielt, dann müsst ihr gewahr sein, dass da auch solche Tricks mal auf den Tisch kommen. Lasst euch da also nicht anschmieren. Heiner Hempel entschuldigt sich auch. Er hat gepennt. Na, eigentlich hat er gar nicht so sehr gepennt. Einfach ein bisschen einen schnellen Mausklickzeiger und einen Mausfinger und schon ist das mal passiert. Wie gesagt, vorhin ist mir das Malheur passiert, dass ich in Skat geschaut habe, wo ich es nicht wollte. Das sind eben so die kleinen Unglücke, die es mal geben kann. So, und nun werde ich nicht etwa bestraft, sondern wie es ausschaut, noch wieder belohnt mit einer starken Karte. Einem starken Ansatz zumindest. Es kann ja jetzt auch mal eine Piklusche und eine Karo Dame oder so drin liegen, ne? Dann stehst du plötzlich da. Aber sowas Böses wollen wir auch gar nicht vermuten. Irgendwo der sechste Trumpf und schon ist es natürlich ein sehr starkes Spiel. Pik 10 noch im Keller. Da habe ich wohl erstmal wenig zu befürchten. So, Herzaufschlag. Kann man sich natürlich auch schon überlegen, ob man da jetzt nur mit der Dame raufgeht. Andererseits kann es dann sein, wo ich hier einen Pik, eine Karte habe, wo sie eine Übergabe spielen können, dass ich beide Herzvollen verliere. Oder wenn Trumpf zu 5 steht, was auch immer. Es ist hier vielleicht besser, erstmal den Vollen rauszunehmen. Das ist schon der zweite Volle, den ich damit sicher habe. Und die Trumpfvollen sollten auch zu mir gehen. Ich glaube, da bin ich besser dabei. Und guckt mal an, Herz steht 2-2, da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet, aber auch das war mir hier vergönnt und schon kann ich Piklusche abwerfen, Rest bei mir. Spiel ist wieder Schneider geworden. Oh, wie schön ist Panama, das läuft hier wieder 3-3 am Stück, 9-0, 900 Punkte und noch 3 Spiele zu gehen. Na, mal gucken, ob heute die 1000 für mich erreichbar sind. 1000 in 18 Spielen, das ist dann immer schon eine sehr, sehr schöne Hausnummer. Aber auch 900 musst du erstmal die Karte für bekommen. Was macht Hemok? Hemok spielt ein Karo. Und hier kann man natürlich schnell mal auf die Idee kommen, mit dem Herzbuben raufzugehen. Aber den Zug, dass er mit Kreuzbube, Pikbube und Karobube jetzt als zweites den Karobuben spielt, den gibt es eigentlich überhaupt nicht. Deswegen muss der Pikbube wohl bei unserem Partner sein. Und dann ist es hier besser, mal die 10 zu legen. Nicht, dass wir am Ende da zwei Buben übereinander legen und eine Trumpf 10 dann Opfer des Trumpf Asses wird. Also schon eine sehr entscheidende Geschichte, das hier richtig zu spielen, richtig rum. So, 6 Trumpf also, wie es ausschaut. Heiner überlegt, bitte jetzt nicht Kreuz Ass. Ah, da kommt doch Kreuz Ass. Na gut, wenn das mal eine gute Entscheidung war, ja. Gut, er hat es wohl zu dritt, dann hat er es reingetan. In Herz hat er nämlich auch nichts zu wimmeln. Pik 10 hatte ich auch. Also so gesehen Glück für Hemok hier mit Kreuz 10, König Lusch, alle Stiche zu machen. Andererseits hätten wir das Spiel auch nicht gewinnen können, obwohl es natürlich knapp geworden wäre. Das muss man natürlich sagen. In Trumpf hatten wir, was haben wir in Trumpf? 14. Ein Trumpfstich mache ich noch. Gut, 20 dazu. Doch, hätten wir, theoretisch hätten wir den packen können. Zwei Volle habe ich noch zu wimmeln. Wenn dann nicht sofort die Kreuz 10 kommt, dann hätten wir den, glaube ich, packen können. Gut, wie auch immer, Heiner musste sich entscheiden. Und das war in dem Moment das Glück von Hemok. So, 18 habe ich gehalten, aber mehr als ein Herz ist es natürlich nicht, deswegen auf 20 die Füße wieder stillgehalten und ausgestiegen. Ja, dann schauen wir mal. Pik wird gespielt. Also Aufschlag aus der langen Farbe. Und Stechfarbe gefunden. Immerhin, da ist der erste Trumpf eliminiert auf 0 Augen. So, und dann denke ich mal, ich gehe hier auch schnell rüber und spiele Herz. Logisch wird da das Herz Ass fallen, jetzt oder im nächsten, aber wo soll ich es sonst unterbekommen? Ich glaube, dass ich hier gut beraten bin, die Herzflotte aufzubauen und vielleicht kann dann Hemok gleich nochmal
wenn es denn nur ein Fünftrümpfer ist, die R10 überstechen oder zumindest damit drohen und so können wir einen hohen Trumpf rausziehen. Also ich glaube, keine Option hier die Farbe zu wechseln. Letztlich muss man ja sagen, dass Heiner hier in zwei Herzrunden gerade mal 11 Augen gestochen hat, also nicht mal besonders viel. So, und jetzt mache ich den Druck hier mit der Herz 10. Mal gucken, wo der Alte sitzt. Ah, er sitzt bei Heiner und der nagelt die Herz 10 hier auch fest. Okay, dann konnte ich sie auf dem Weg nicht retten. So, Kreuz Ass hat er auch noch. Ja, und Karo Dame, okay, das sieht ja aus, als wenn Karo 10 im Keller ist, dann können wir, glaube ich, hier nicht gewinnen. Ja, und wenn sie in der Hand ist, dann können wir wahrscheinlich auch nicht gewinnen, weil er dann jetzt noch einen Kreuzstich macht. Also knapp das Ding, aber ich glaube, das langt nicht. Und tatsächlich 61 für Heiner. Der steht hier also auch noch ganz solide. 4 zu 0, 440. Das ist auch ein Ergebnis, mit dem sich arbeiten lässt. Und jetzt kommt hier das letzte Spiel. Und ich habe noch so einen schönen Ansatz hier mit 5 Vollen, nehme Karo 4 Trümpfer und dann haben wir zwei kleine Reizungen. Und nichts ist gefährlicher beim Skat als zwei kleine Reizungen. Da müssen die Farbbatterien ja eigentlich aufgezogen sein. Wenn Himok hier 20 reizt, muss der ja irgendwo mindestens 3, wenn nicht 4 Herzen haben. Also schade, wenn da nur eine Reizung ist, dann gehe ich, glaube ich, mindestens bis 27. Wenn nicht bis 36, aber zwei kleine Reizungen, nee, da kann so ein Ding, was eben die Trumpfstärke nicht hat, sondern mehr über die Beikarte aufgezogen werden soll, kann einfach sehr leicht dann den Weg aller Skatspiele in die ewigen Jagdgründe nehmen und das muss ich mir dann jetzt nicht geben. Da hört man eben auf diese kleinen Zeichen und sagt dann, versucht ihr das mal. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Und das ist natürlich schon mal überraschend. Heiner wirft hier auch noch Herz ab. Gut, da kann er natürlich nur Kreuz haben, wieder die ABC-Regel. So, und das sieht ja so aus, als ob zwei Karos gedrückt sind, dass da direkt Herz hinterherkommt und nicht Karo. Herzkönig wundert mich in dem Szenario allerdings ein bisschen. Warum kam da nicht die Herzlusche? So, aber sei es wie es sei, Heiner, der hier noch drei Kreuzen hat, spielt die 10 aus, weil er natürlich nicht wissen kann, dass das Ass blank ist. Trotzdem ist das natürlich ein Stück weit fragwürdig, es sei denn, er hat 10 König Dame, denn ansonsten macht Himok jetzt noch den Stich mit der Dame und das reicht für uns. Also für mich eigentlich jetzt hier nur noch die Frage, welchen Vollen soll ich anbieten? Wahrscheinlich ist es ohnehin egal, denn Heiner wird wohl stechen, aber letztlich ein bisschen besser ist hier noch die Karo 10, denn in Herz ist gar kein Bild mehr draußen und wenn, wir haben erst 48 liegen, wenn Heiner dann auf die Idee kommt, auf Herz Ass die Kreuz Lusche fallen zu lassen, wären wir vielleicht nur bei 59. Aber da, Überraschung, Himok hat doch noch die Karo Lusche. Wir gewinnen hier das Spiel mit 62. Keine Ahnung, warum Himok nicht direkt Karo Lusche zurückspielt. Ist aber auch egal. Ich ziehe mir hier nochmal 40 Punkte rein, komme also auf 943. Astreine Liste, viel Spaß gehabt, guten Lauf gehabt, hat Freude gemacht. Und ja, das war jetzt meine vierte 18er Rangliste. 2800 Punkte liegen also guter Zwischenstand. Ich denke, in diesem Monat werde ich da mal wieder ein bisschen aufs Gas gehen und euch auch noch ein paar mehr von diesen Listen zeigen. Das soll es für heute gewesen sein. Wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt.